Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt. Sie heißt Auge um Auge. Kümmere dich um diese lästigen Seepocken. Und diese Errungenschaft ist sehr einfach zu bekommen. Ihr müsst lediglich mit der xenochromatischen Krabbenfähigkeit eine Seepocke kaputt machen. Und ich wusste bis vor kurzem auch nicht, was eine Seepocke ist. Also hier befindet sich eine, ich habe sie leider schon kaputt gemacht, soll ich auch die Errungenschaft bekommen im letzten Event. Das sind diese langen Röhren, die auf euch schießen, die sind super nervig. Die leuchten so ein bisschen gelb und alles, was ihr machen müsst, ist euch direkt davor zu stellen. Also ich weiß nicht ganz genau, wie nah ihr rangehen müsst, aber schon relativ nah. Und dann müsst ihr einfach nur die E-Fähigkeit, also die Krabbenfähigkeit, gedrückt halten und boom. Und ihr habt schon gesehen, oh, da ist ja noch eine, lol. Wait, what, habe ich... Okay. Perfekte Demonstration, sage ich dazu nur. Und hier kriegt ihr sogar noch eine Truhe. Ja, schaut mal her. Zwei zum Preis von einem, würde ich sagen. Das würde mich jetzt aber interessieren. Kann ich den Stein auch kaputt machen? Nee. Was habe ich da gerade kaputt gemacht? Sehr interessant. Wie konnte man erkennen, dass man den einen kaputt machen kann? Muss ich mir nochmal anschauen. Aber ja, so funktioniert es auf jeden Fall. Also super cool. Und super einfach. Auge um Auge heißt die Errungenschaft. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Und ihr habt vielleicht noch eine neue Truhe gefunden, direkt neben der Sphäre. Ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Hier haben wir uns befunden. Hier ist die Truhe, hier sind die Pocken und hier ist die Krabbe. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.